Hi Leute, willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Nach langem melde ich mich mal wieder zurück. Leute, ich bin umgezogen und wir mussten ziemlich viel Shit machen. Ja, und es hat sich über die ganze Zeit gestreckt und ich habe zwar gezockt zwischendurch, aber ich hatte keinen Kopf, irgendwie ein Commentary zu machen. Aber Leute, jetzt sind wir fertig mit dem Umzug. Ich habe hier mein neues Setting eingerichtet. Und ja, wir zocken heute mal... Hier geht schon ab auf Level 1. Wir zocken heute mal Garen. Und zwar habe ich mir für dieses Commentary gedacht, ich gehe einfach mal so ein bisschen auf Garen ein, warum Garen ein guter Anfänger-Champion ist. Weil, Leute, wie ich finde, Garen ist einer der besten Champs für Anfänger. Ganz einfach aus dem Grund, weil er straightforward ist. Also, er hat kein kompliziertes Kit oder so. Und ihr könnt euch nach ein paar Runden, wenn ihr so ein bisschen das Kit ausprobiert habt und die Animations gesehen habt, könnt ihr euch auf Wave-Management kontrollieren, auf Makro-Spiel und so. Wir fangen mit Q an, das ist sein zweiter Hauptspell, abgesehen von seinem I. Das gibt uns einen Movement-Speed-Buff und einen verstärkten Auto-Attack, mit dem wir den Gegner silenzen können. Wir spielen gegen Zed auf der Lane. Gegen Zed möchte ich jetzt am Anfang gar nicht so viel machen. Der schlägt uns auf Level 1. Ja, ich gebe mal ein bisschen die Minions auf. Ah, okay. Die Combo geht Auto-Attack Q, aber ich habe den Auto-Attack gecancelt, weil ich keine Attack-Speed mit in den Runen dabei habe. Sondern, ja, zusätzliche AD. Aber der erste Trade ist ja schon mal gut gelaufen. Wenn er uns so anläuft, dann geben wir ihm einfach mit. So, Auto-Attack Q. Und wir sind nicht in Eile. Garen ist kein Champion. Was macht er denn? Jetzt müssen wir gucken, dass er uns mit seinem wenig trifft. Garen ist kein Champion, der irgendwie krass im Early abgehen muss, so wie Renekton beispielsweise. Garen scaled... Oh, das war ein richtig großer Fehler von mir. Ich hoffe, ich versau's mir hier jetzt mit den ganzen Nashits. Der muss nicht irgendwie snowballen, wie zum Beispiel Renekton. Ich glaube, jetzt können wir ihn all in, wenn er uns zu nahe kommt. Sondern er scaled halt richtig gut und... Ihr könnt relativ defensiv spielen am Anfang. Natürlich ist es immer besser, wenn ihr auf der Lane ein bisschen aggro seid und Lane-Prio kriegt und so. Aber ihr macht keinen Fehler, wenn ihr einfach defensiv spielt. Er hat nämlich eine Passive, mit der er sich hochhielt, wenn ihr out of combat seid. Nach einer Weile setzt es dann ein. Also könnt ihr schön passiv spielen. So, und euer Q ist ein Auto-Attack-Reset. Ja, ohne mein Q will ich da jetzt nicht reingehen. Ein Auto-Attack-Reset, das heißt, ihr könnt Auto-Attack Q machen. Okay. Da muss ich schnell hinrotieren. Eieiei. Ich möchte da jetzt nicht in drei reinrennen. Das ist mir so oft schon passiert, dass ich da dann reinrenne und dann ich sterbe, weil ich da gefollowed habe. Das soll mir nicht passieren. Euer E, da dreht ihr euch so. Ich muss die Wave jetzt einpushen. Tut mir leid, wenn ich da nicht helfen kann. Aber sonst verliere ich da zu viele Minions. Jetzt kann ich hinrotieren, die Wave läuft in Tower. Der Zed verliert da alles und jetzt können wir da vielleicht ein kleines Play machen. Ich habe Nimbus Cloak dabei, wenn ich... Leute, warum helft ihr mir nicht? Ja, okay, kein Mana mehr. Ja, seht ihr, genau das passiert. Das war so dumm, dass ich da hinterher geflasht bin. Ich hatte ja mal die Knight drauf. Also es war mein Fehler, ich hätte da nicht flashen brauchen. Ich hätte einfach umdrehen können. Aber Leute, das war sowas von Wurf. Der hat da oben richtig viel verloren. Leute, auf Garen geben wir ein bisschen Sneaky-Build. Also mittlerweile ist nicht mehr Sneaky, früher war es Sneaky. Und zwar ist es so, sein E ist so ein Spin. Und je mehr Attack-Speed habt, ihr habt, desto öfter... Cool, Roman ADC. Desto öfter dreht ihr euch. Das E geht aber immer gleich lang. Das heißt, ihr dreht euch einfach schneller und kriegt mehr Rotation durch. Das gibt euch einmal mehr Damage, obviously. Und das E ist so, wenn ihr fünfmal einen Spin trefft oder achtmal oder weiß ich nicht, sechsmal, wenn ihr eine bestimmte Anzahl von Spins trefft, dann. Oh, da habe ich mir ein bisschen die Last Hits ruiniert. Aber ich habe genug Attack-Speed. Dann reduziert ihr die Rüstung von eurem Gegner. Und wenn ihr euch dann ganz schnell dreht und dann zusätzlich noch quasi, weil ihr Attack-Speed habt und das Geld mit Attack-Speed, dann macht ihr halt richtig schön viel Damage. Und das Gute ist, Trinity Force und nachher Phantom Dancer gibt uns Movement-Speed. Und das ist so der
das ist um den einzigen Nachteil von Garen so ein bisschen auszugleichen. Garen, okay, das sollte er sich zweimal überlegen. Schön wieder rauskiten, damit wir den Two-Damage nicht abkriegen. Der einzige Nachteil von Garen ist halt, dass er... Was macht er denn? Er hat überhaupt keinen Respekt. Dass er halt... Ich bin hier die ganze Zeit am Fighten, ich komme gar nicht dazu zu sprechen. Ist jetzt auch ein bisschen ungewohnt, nach so langer Zeit mal wieder ein Commentary aufzunehmen. Ja, der Nachteil ist, ihr seid halt richtig unmobil und ihr müsst einfach draufrennen und hoffen, dass die Gegner euch fighten. So, euer W. Gibt euch einmal passiv Magieresistenz und Rüstung. Und aktiv. Ja, da will ich jetzt nicht proxyen, das ist unnötig. Gibt euch ein Shield aktiv und passiv gibt es euch Magic Resist. Oder wir fangen nochmal von neu an. Also, passiv gibt es euch Magic Resist und Armor, je nachdem wie viele Minions ihr tötet. Das zählt auch nachträglich noch. Ja, da kann ich jetzt nicht viel machen. Also Magic Resist und Armor und dann gibt es euch ein Shield, wenn ihr es aktiviert und Damage Reduction und 0,75 Sekunden lang, ich dachte, die Grab wäre hier, 0,75 Sekunden lang kriegt ihr dann richtig viel Tenacity, 70%, 60%. Das müsst ihr aktivieren, kurz bevor euch ein Stun trifft oder ja, irgendwas, was euch halt guten Damage macht, dann könnt ihr richtig viel Schaden negieren, die Stun-Duration verkürzen. Das ist so das Einzige, wo ihr bei Garen ein bisschen drauf achten müsst. Dass ihr das halt richtig timet. Jetzt habt ihr gesehen. Den kann ich kassieren, weil ich habe ja Sustain. Jetzt ist er halt auch Level 6, aber ich glaube, in dem All-In, wenn ich meinen E ready habe, kriege ich ihn. Er soll mich mal versuchen ranzuziehen. Eieieiei. Was macht sie denn hier oben? Oh, Leute, es tut mir so leid, dass wir hier jetzt einen Inter haben. Oh. Aber egal, das ändert ja nichts daran. Ja, komm. Jetzt kann er sich mal ein bisschen rausbauen. Und, ja. Er wird ungeduldig. Ich sehe schon, er ist ein ungeduldiger Spieler. Entweder er geht jetzt weg und verliert halt richtig viel. Ja, ich bin auch ein bisschen ungeduldig, ich möchte ihn töten. Ja, aber jetzt machen wir halt, jetzt zonen wir ihn weg von den Minions, er kriegt hier keinen Farm mehr. So können wir weiterspielen. So, um jetzt nochmal ein bisschen auf Garen einzugehen. Garen ist halt gut in Low Elo, weil er straight forward ist, ihr könnt nicht viele Fehler machen. Aber auf der anderen Seite ist er in High Elo nicht ganz so gut, weil er hat kein Outplay-Potenzial, also er hat nicht irgendwie eine Überraschung, bis er halt auf einen Flash-Q-Engage. Und ihr könnt da jetzt nicht einfach, also ihr müsst quasi darauf vertrauen, dass die Gegner... Ich dachte, ich kriege ihn da irgendwie schneller getötet, aber der Olaf hat da richtig reingekloppt. Ihr müsst halt hoffen, dass der Gegner Fehler macht und in euch reinläuft, weil wenn er euch auskeitet, dann habt ihr halt verloren. Was macht er denn? Stärke der Dreieinigkeit. Ich will eigentlich die Speed Boost Boots haben vorher, aber die kann ich mir eigentlich auch zusätzlich kaufen noch, oder? Ja, dann mache ich es mal so und jetzt halt, ja, das hier. Er ist zwar ein bisschen scheiße, weil Garen keinen Mana hat, aber ich finde es besser, jetzt einen Singer und Angriffstempo-Boots zu haben, statt nur die normalen Tier 1-Boots und Phage. Da baue ich mal lieber so rum. So haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Börse auf unserem Crew. Ja, und in High Elo, wenn die Gegner wissen, wie sie euch kiten können und wie sie euch in der Lane ausspielen können, weil ihr halt nicht so wirklich viel Varianz habt, dann ist Garen halt relativ scheiße. Die muss ich jetzt nicht töten, kein Bock da drauf. Sie kann ruhig Level haben, mir egal.
Okay, wenn sie so frech ist, dann gebe ich ihr mal eine mit. Ja, und aber wenn ihr mal mit Garen snowballs, Garen ist so ein Stat-Stick. Eieiei. so ein Stat-Stick, wenn ihr mal euren Gegner voraus seid quasi, wenn ihr einen Kill mehr habt und ein bisschen mehr Farm und Level, dann seid ihr halt, dann kann der nicht an euch dranbleiben, weil ihr spinnt ihn einfach zu Tode dann. Ja, ein bisschen schade jetzt, dass die Lux da so doof intet. Aber meine Mitspieler hinten auch ziemlich. Clown Fiesta for the win. Auto-Attack Q, das könnt ihr auf Tower machen. Den verstärkten Schaden kriegt ihr auch auf Tower drauf. Und wenn wir Trinity Force haben, dann können wir Tower richtig krass pushen mit dem ganzen Attack Speed. Und den zusätzlichen Schaden nochmal durch die aktive, beziehungsweise ja, so halbaktive. Und wenn wir uns jetzt noch einen Phantom Dancer dann nach der Trinity Force holen. Set ist auch AFK. Schade, Schokolade. Ja, wenn wir da noch Phantom Dancer dazu haben, dann drehen wir uns richtig fast. Dann können wir irgendeinen anrennen und dadurch, dass unser Q halt silenced, können die nichts machen, die können nicht wegflashen, die können keine Fähigkeit aktivieren, die können nichts machen, solange ihr die zu Tode spinnt und als schönen Finisher dann noch Ignite und Ulti drauf und dann sind die tot, ohne dass sie sich wehren konnten, das ist relativ witzig. Wenn ihr aber behind fallt mit Garen, dann ist guter Rat teuer und ihr könnt nur dumm in der Gegend rumrennen und nichts mehr machen. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen Tower Damage zu kriegen und dann verziehe ich mich mal. Mit meinen 2300 Gold. Unten geht's wieder ab. Ich glaube, ich renne da mal hin. Ich habe ja jetzt oben eingepusht. Hol mir jetzt ein Item. Dann renne ich da mal hin. Mit Garen in Teamfights einfach straight drauf zu rennen, ist weniger sinnvoll. Weil, wie gesagt, ihr könnt nur rennen. Ihr könnt nicht irgendwie Gap closen, irgendjemand stunnen oder so, sondern ihr könnt einfach nur gerade drauf rennen. Und deshalb so Frontalangriffe machen da wenig Sinn. Ihr müsst gucken, dass ihr bei solchen Dragonfights zum Beispiel, wenn die Gegner alle hier rumlaufen, so von hinten kommt und flankt oder so. Ich versuche euch das Ganze mal zu zeigen. Guckt mal, wie schnell wir uns schon drehen. Ich könnte jetzt jemanden anflashen, aber Flash ist auf Garen so wichtig, weil ihr halt überhaupt keine andere Mobilität habt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, für irgendeinen random Kill irgendwie zu flashen. Nur wenn wir Tower Pressure haben oder so. Ah, da ist Set. Euer Q entfernt Slows. Das ist auch ganz wichtig, dass wenn die Gegner Slows haben, so wie jetzt zum Beispiel die Axt von Olaf, müsst ihr abwarten mit eurem Q, bis er auf euch drauf gequeued hat, also die Axt geworfen hat. Weil, ja, sonst rennt ihr drauf mit eurem Q aktiviert und er slowt euch einfach und dann steht ihr dumm da. Wie gesagt, Garen, richtig unmobil, ich kann es nicht oft genug betonen, ihr seid darauf angewiesen, dass die Gegner in euch reinlaufen. Ja, aber dadurch, dass die Gegner jetzt Mann-Nachteil haben, ja, ist jetzt einfach Pech, da brauche ich nicht hochrotieren. Es gibt da nichts zu holen. Ja gut, wenn die da weiterfighten. Boah, warum läuft denn der immer da lang? Richtig clunky. Vielleicht kann ich hier irgendjemanden abfangen, wenn er in den Wald reinläuft. Nee, dann vielleicht Sivir? Ja, nee, wie gesagt, ich möchte dich für den Random Kill flashen. Ah, war ein bisschen unlucky, dass sie da ihr Spell Shield richtig getimed hat. Aber ich hab ulten müssen.
weil sie ja so langsam out of range war. Die Ultimate hat so ein bisschen Range, dann kommt die vielleicht noch dran, wenn jemand wegrennt. Ja, aber sie hatte ihr Spell Shield ab. Pech für mich. Krieg ich den? Ich bin nämlich Split Pusher, Leute. Ich group nicht so gerne. Für ganz wichtige Objectives group ich mal. Aber in der Regel möchte ich eigentlich nur irgendwo pressuren und einen Fight forcen. Ich wollte da warden und hätte fast den Herald gesetzt. Glück für mich, dass er nicht ab war. Ja, aber dadurch, dass die Gegner jetzt Mann-Nachteil haben, ist halt richtig bitter für die. Jetzt zum Beispiel kann ich flashen. Muss aber nicht mal flashen. Dann setze ich hier mal den Herald hin. Habt ihr gesehen, ich habe meinen W aktiviert, als sie mich zurückgezogen hat. Und mein Q, als er dann gequeued hat. Also als er mich geslowt hat. Und dann war ich echt minimal CC'd. Das haben sie nicht erwartet. Ja, macht eigentlich gar keinen Sinn, da es zu fighten. Ich gehe lieber mal in die Mitte und hole mir die Juicy Wave. Leute, wir hätten da jetzt auch rumeiern können, aber... Ja, jetzt habe ich zwar meinen Flash trotzdem verbraucht, aber... Kein Problem, ich habe den Inhib geholt. Und ich regeneriere ja schön. Ich habe 2,6 Gold. Ist nicht so ideal. Ne, ich gehe mal kurz zurück in die Base, weil Drache ist gleich ab. Und hol mir meinen Phantom Dancer. Und als nächstes, Leute, damit wir... Ja, also, als drittes Item habt ihr die Möglichkeit, halt entweder einen Deadman's Blade zu holen, dann seid ihr ein bisschen mehr tanky und könnt richtig schnell rennen, weil ihr kriegt ja passiv... ihr kriegt ja so eine Passive, wo ihr so Ladungen aufladet und wenn die voll sind, seid ihr halt richtig fast. Dann kommt ihr ein bisschen besser ran. Oder alternativ könnt ihr euch einen Death Dance als drittes holen. Was euch halt nochmal ein bisschen mehr Survivability und Damage und Cooldown Reduction gibt. Es spielt eigentlich nur eine Rolle, was ihr zuerst kauft. Im Endeffekt kauft ihr sowieso beides. Als viertes Item dann spätestens. Lucian möchte nicht mitmachen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gespielt wird. Nee. Er denn? Aber seht ihr, jetzt möchte ich flanken. Weil einfach draufrennen, das kann Gary nicht so gut. Vielleicht komme ich in den Tower. Hä, als ob ich die Lux nicht kriege. Ich dachte, mein Ignite killt sie vielleicht. Egal. Jetzt habe ich die davon abgehalten, zurückzugehen. Und kann jetzt hier ein bisschen länger Druck machen. Eieiei. Ich verwende jetzt mein Q nicht zum Auto-Attack resetten. Das brauche ich gleich, falls wir fighten. Seht ihr, wie schnell auf einmal der Stun weggegangen ist? Ihr könnt bei so festhalten Sachen und bei Fähigkeiten... Nein, aua. Bei so Fähigkeiten, die, wo ihr noch was machen könnt, also so Roots wie Morgana zum Beispiel oder halt jetzt gratis Q von Lux, da könnt ihr das noch aktivieren, wenn ihr schon gestunt seid, um die Tenacity zu bekommen. Dann seid ihr weniger lang gestunt. Bei anderen Fähigkeiten, wo ihr halt nichts mehr machen könnt,
müsst ihr das aktivieren, kurz bevor euch das dann trifft. Ja, eigentlich möchte ich ihn schon fighten, aber auf der anderen Seite war da auch die Lux zugegen. Wichtig immer, wenn ihr die Gegner so in die Base reinpusht, dass ihr auch denen den Jungle wegnehmt und nicht einfach nur, ja, weg in die Base geht. Ja, weiß nicht, ob die Ulti jetzt so worth war auf sie, aber ich wollte jetzt nicht, dass sie da wegrennen oder so. Was ist hier los? Ja. So, wir clearen schön weiter hier, solange mein Team Baron macht und wir sowieso keinen Druck ausüben können. Und hinein den Gegnern so viel Farm und Erfahrung, wie es geht. Will ich da flashen? Muss ich da flashen? Nee. Hier schön die Wave clearen und dann in die Mitte rotieren. Nicht zu lang drin bleiben. Wenn ihr einmal rein seid mit eurem Q, dann könnt ihr nichts mehr machen. Wenn die euch auskalten, da rennen wir dann lieber schnell wieder raus. Hey, ich dachte, ich habe meinen Q aktiviert. Was soll das? Das war ein Fail von mir. Ich dachte, ich habe meinen Q aktiviert, bin da voll reingeflasht. Und dann konnte ich niemanden silenzen. Beziehungsweise bursten. Aber egal. Leute, ihr gewinnt trotzdem. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen gezeigt, was die Stärken und Schwächen sind von Garen. Wie gesagt, ich würde Garen für jeden empfehlen, der das Spiel anfängt. Ja, ganz einfach, wie gesagt, nochmal zusammenfassen. Garen ist richtig, richtig einfach, hat überhaupt kein kompliziertes Kit. Vergibt, wenn man irgendwie der Lane mal ein bisschen schlecht spielt. Man stellt sich einfach an seinen Tower rein, saugt die Erfahrung auf und rackt sich mit seiner Passiven wieder hoch. Und wenn ihr einmal im Lead seid und die Gegner Fehler machen, was in der Low Elo sehr, sehr oft vorkommt, dann könnt ihr alle wegkillen. Und die wissen gar nicht, was sie getroffen hat. Man hat hier gesehen, wie viel Damage man machen kann mit Garen. Wir gucken es uns auch nochmal an. Ja, gut. Der Lucian hat hier schon durchrasiert mit seinen 10-0. Wie gesagt, ich hoffe, man hat ein bisschen gesehen, was Garen so kann und was er nicht kann. Ich würde mich freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Krokodoktop.